Hallo, ich bin's, der Thomas Tuchel, Taktik T-Rex, der Trainer von Borussia Dortmund. Ich bin hier beim HSV am Volksparkstadion, bin heute Morgen in Dortmund losgelaufen und verrückt, ich bin schon da, 2 Stunden, aber so ist es, wenn man fit ist. Komm mit, ich habe gerade das Training vom HSV ausspioniert und ich habe wichtige Erkenntnisse gewonnen. Und zwar werden sie gegen uns, gegen Borussia Dortmund, heute Abend voraussichtlich mit 11 Leuten auflaufen. Alle werden dasselbe Trikot tragen und sie tragen Stollenschuhe mit Schraubstollen. Aber ich glaube, es ist keiner mehr da. Sind schon in Richtung Dortmund. Aber es ist wichtig, dass man vorbereitet ist, weil der HSV ist der Angstgegner von uns. Und der Angstgegner vom HSV ist im Übrigen auch der HSV. Hallo! Man kommt nicht rein. Übrigens, der Torwart vom HSV, René Adler, ist gerade im Gespräch mit dem FC Bayern als zweiter Torwart. Das heißt, er wird dann quasi in Zukunft Bankangestellter. Wir haben am Wochenende 1-1 gespielt gegen Schalke und Ober hat nach dem Tor wieder seinen berühmten Maskenjubel gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber, er trägt beim Jubeln eine Maske als ein Trikot von Real Madrid. Mit Nike-Maske jubeln beim Puma-Club, das ist ungefähr so, als wenn du als katholischer Pfarrer beim Gottesdienst eine Burka trägst. Das ist auch der falsche Sponsor, aber Freunde, schlimm ist es nicht. Aber ganz ehrlich, schlimm sind so Dinge wie zum Beispiel Erwin, der dem Schiedsrichter die rote Karte zeigt. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, Schiedsrichter, das ist eine benachteiligte Randgruppe. Der kriegt dann Burnout oder Laktoseinkontinenz. Hier muss doch noch einer sein. Ja, ist ja gut. Mann, penibel. Sie haben mich gerade rausgeschmissen vom HSV. Verstehe gar nicht warum. Aber ganz ehrlich, der Erwin, der gehört für mich weggesperrt, geteert und gefedert. Was? Nein, nicht wegen der roten Karte. Einfach nur, weil er Schalker ist. So, Freunde. Und jetzt laufe ich wieder zurück nach Dortmund, damit ich der Mannschaft vom Spiel noch die Informationen, die ich beim HSV-Training aufgeschnappt habe, weitergeben kann und wir das Spiel gegen unseren Angstgegner gewinnen. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. So, was sagt Tuchel Earth? Wo muss ich lang? Da lang. So, Freunde, die Frage an euch, welche Maske soll der Ober beim nächsten Mal tragen, wenn er ein Tor geschossen hat? Schreibt es in die Kommentare, bin sehr gespannt. Weitere Clips gibt es da und ab Donnerstag hier auf meinem Kanal. Der Kultuchel trainiert die echte Mannschaft vom BVB, das müsst ihr sehen.